Ja, also wir haben uns ganz lange nicht gesehen und deswegen denke ich schon, dass wenn er wirklich gar keine Ahnung hat, wird er sich, glaube ich, sogar erschrecken. Ich habe das Gefühl, dass es dann doch ein bisschen komisch ist und einem ein bisschen aus dem Konzept bringt vielleicht, obwohl er ist ein Profi, er wird es schon wegstecken. Ja. Hallo. Hallo. Ich hasse also, Talkshows. Ich würde sagen, vielleicht mit so einem kleinen motivierenden Applaus kriegen wir Ilja Richter bewegt für ein kleines Gespräch. Gib Ihnen mal einen Tipp. Es ist eine Dame. Wir begrüßen Uschi Glas! Nee. Nein! Ich bin ja. Also, wunderschönen guten Abend, Frau Glas. Ich bin ja sprachlos. Uschi! Alter, das ist eine Überraschung. Das kann man wohl sagen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Und ach, er war immer ein sehr fleißiger Kollege und einer, der wirklich auch Mut hat zu neuen Sachen. Und der immer, ich habe ihn die ganze Zeit verfolgt. Wir haben leider jetzt viele, viele Jahre gar nicht miteinander gearbeitet. Aber er ist einfach ein sehr fleißiger und ja, ehrgeiziger Kollege. Also es ist sehr intim und es ist egal, ob die Kamera läuft. Also ich war sehr damit beschäftigt, Uschi zu imponieren. Das war wirklich so. Ach. Ja. Und das ist mir nicht gelungen. Ne? Auch in den Szenen, die ich hatte und so. Weil ich bekam ja immer die Schirchen, die hässlichen, die merkwürdigen. Und ich wollte doch Uschi Glas imponieren und überhaupt. Und da war der Roy Black vielleicht sauer. Aber hallo.